Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft 3. Heute mal wieder alleine. Die letzte Folge zusammen mit dem Peter, die heutige wieder alleine. Ich denke mal, die nächsten Folgen werden sowieso alleine bzw. mit anderen Menschen sein, je nachdem, ob sich da irgendjemand findet. Denn ich habe mit dem Peter zusammen auf seinem Kanal was aufgenommen. Allerdings leider nicht für meinen Kanal, weil das in der Früh war und ich musste um 12 Uhr weg und um 12 Uhr weg und ja, solche Dinge. Aber nichtsdestotrotz machen wir heute ein bisschen weiter. Ich habe mir heute eine bestimmte Sache als Ziel gesetzt und zwar diese hässliche Etage hier. Zuallererst, ich will das Ding hier umbauen, ich will einen Energiespeicher bauen. Wir haben ja zurzeit hier einige HV-Capacitators, sind die größten, die es zurzeit gibt, so viel ich weiß, von Immersion Engineering. Können 4 Millionen F speichern und davon würde ich gerne ein paar mehr bauen, damit wir eben mehr Speicher haben. Die kommen dann hier oben oder generell hier irgendwie rum, damit wir eben eine große Batterie haben. Und ich will diese Etage hier unbedingt umbauen, denn so wie es gerade ist, gefällt es mir überhaupt nicht, weil es eben ziemlich wirr war. Es steht alles so irgendwie rum, man muss hier so Slalom laufen. Alles nicht so geil, deswegen bauen wir das Ganze heute um. Wie genau weiß ich selbst noch nicht, das kommt dann so irgendwie on the fly. Aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den HV-Capacitatoren, das heißt mit diesen Dingern hier oben. Und dann gucken wir mal, oder das heißt das Pendeln wieder da unten. Eine Sache davor noch, wir haben einige Dinge gemacht, aber die müsst ihr euch bei Peter angucken. Wie gesagt, wir haben Folgen mit ihm aufgenommen. Zum Beispiel findet sich hier was super Tolles und ich habe jetzt endlich eine andere Glock gefunden. Wir hatten ja eine Zeit lang hier diese Oakwood Glock von Bibliocraft, die unter anderem ein Redstone-Signal ausgeben kann. Hey, Piu, ach Mann. Und ich habe jetzt eine andere Glock gebaut und zwar mit einem Basic Gate. Das heißt, wir haben einfach einen Pipe, darunter ein Basic Gate und das... Ups, verdammt. Und das Basic Gate ist dann eingestellt auf Redstone-Signal off und dann auf Redstone-Signal an. Darunter steht eine Glocke und das ist eben für die Schmiedexten praktisch. Ich denke mal, ziemlich sicher die kleinste Glock, die es in diesem Modpack hier gibt, zurzeit zumindest. Also anders geht es eigentlich kaum kleiner, glaube ich zumindest. Okay, also das ist die Glock für die Schmiede, das heißt, die kann jetzt auch wieder automatisch arbeiten. Und jetzt kümmern wir uns um die HV-Capacitator, damit wir hier einiges an Energie haben. Und ich denke, wir werden auch sehr bald auf HV-Kabel umswitchen. Da müssen wir uns aber nochmal schlau machen. Oder nicht schlau machen, sondern angucken. So, HV, wir brauchen Steel, wir brauchen Aluminium, LED, 3D Wood und Block of Redstones. Das haben wir hinbekommen, die Farm hier drüben laufen. Das heißt, ich suche mal die ganzen Materialien und dann können wir das bauen. So, ich habe mir grundsätzlich gesagt, wir brauchen 6 Batterien. Zumindest war das so der Plan, den ich in meinem Kopf hatte. Wir brauchen noch Block of Redstone, davon brauchen wir auch insgesamt 6 Stück. Und dann können wir uns hier 6 von den HV-Capacitator machen. Das ging sehr schnell und die nehmen wir jetzt einfach mal mit nach unten. Und zwar kommen die hier an die Wand. Das ist ganz noch nicht so ganz final. Wir müssen mal gucken, ob wir da irgendwie was anderes machen. Aber für jetzt kommen die praktisch hier einfach mit reingebaut. Mal gucken, ob der Peter da was dagegen hat. Aber es wird sich eh alles noch... Verdammt. Uiuiui. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, machen wir wieder dicht. Ich hoffe, der Wasserstrom hat sich jetzt nicht irgendwie verändert. Wenn ja, dann wäre das ein bisschen doof. Aber so, das ganze Ding steht. Hier reinkommen jetzt die HV-Capacitator. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden diese Dinger hier in Reihe schalten. Das heißt, von dem hier wird wahrscheinlich später der Strom ausgehen. Wie gesagt, ich baue das ja alles noch um. Und dementsprechend werden wir die Teile praktisch in Reihe schalten, sodass zuallererst der erste leer wird oder zuallererst der letzte. Und der erste bleibt praktisch immer voll, so dann, bis dann wirklich komplett die Energie aufgebraucht ist. Und wenn die Maschinen nicht laufen, dann sammelt sich die Energie wieder und dann können sie erstmal wieder ein paar Minütchen durcharbeiten, je nachdem, was wir natürlich hier für Operationen vorhaben. So, wir bleiben bei MV, denn das ist der Anfang und das ist gar nicht mehr so schlecht. Das Ding hier ist ein Output, heißt für uns, wir müssten theoretisch hier drüben einen Input haben. Problem an der Sache ist, wenn wir hier drüben einen Input machen, dann wäre das gleichzeitig ein Output und das ist dann nicht so gut. If you know what I mean. Okay, nevermind, ich habe eine Lösung dafür gefunden. Es geht sehr wohl so, wie ich es gerade eben angesprochen habe. Das heißt, wir müssen die Dinge auch nicht mit irgendwelchen Connectern verbinden, sondern wir können die wirklich komplett gleich in Reihe schalten, so wie ich das vorhatte. Das heißt, wir sagen einfach hier drüben Input, da drüben Output. Die Sachen bauen wir dann einfach mit dem Engineer's Hammer ab, den wir gerade auch im Inventar haben. Ist das Ding gerade flöten gegangen? 1, 2, 3, 4. Nee, es ist nicht sehr gut. 5, 6, 7 und die Nummer 8. Kommt hoffentlich auch noch mit in mein Inventar. Wenn wir mit Shift drüber gehen, sehen wir sogar, wie das Ding hier eingestellt ist und das ist für uns sehr, sehr hilfreich. Was wir bei dem Ding wollen, das ist praktisch das ganz linke. Hier brauchen wir einmal einen Energy Input auf der Rückseite. Wir brauchen links an sich nichts, vorne an sich auch nichts, das heißt, das hier kann weg. Oben brauchen wir ebenfalls nichts, aber rechts brauchen wir einen Energy Output. Und den können wir jetzt wieder abbauen, beziehungsweise lassen wir mal stehen. Ich stelle erst alle auf und danach kümmern wir uns praktisch um den Rest. Okay, das heißt, wir konfigurieren jetzt einfach so nochmal, damit ihr das Ganze sehen könnt. Die kommen überall weg.
Der steht jetzt praktisch rechts von dem, das heißt, er hat links einen Input und rechts dementsprechend einen Output. So, und das wird jetzt mit allen geschehen, dann können wir die schön in Reihe schalten und danach ist das alles good to go. So, damit wären alle von diesen Dingern konfiguriert. Wir stellen den letzten hin. Der letzte ist nochmal anders konfiguriert als die davor. Und was wir jetzt haben, ist eine wunderschöne Reihenschaltung. Das heißt, wir sollten sehen, links sind die Dinger komplett leer und nach rechts füllen sich die Teile hier auf. Das heißt, ganz rechts sollte sich die Energie am meisten sammeln. Der ist also praktisch immer voll. Und wenn jetzt Energie gebraucht wird, dann geht die praktisch erst von komplett ganz hier drüben weg. So viel zur Theorie. Jetzt müssen wir die Teile wieder anschließen, denn wir haben ja auch das Kabel hier drüben wieder kaputt gemacht. Das heißt, wir nehmen uns hier dran wieder einen Connector, Kabel, Kabel. Sehr cool, sehr cool. Und dann machen wir hier wieder zu mit Tyrian, Perfecto. Und bei dem können wir das Ganze eigentlich auch mal so machen. Den müssen wir zwar nicht unbedingt, aber wir machen es einfach mal trotzdem. Du kommst mal ganz kurz weg. Also wir schließen auf jeden Fall wieder mit an. Das heißt, wir machen hier hinten auch noch einen Input mit dazu und packen den dann hier und hier mit rein. So, sehr nice. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt mit dem Connector drüben, wenn man den mitzählen will, 32 Millionen RF Speicher. Das ist schon mal ziemlich cool für dieses Modpack. Die erste Sache, die ich verändern werde, ist der Blast Furnace. Der stand ja jetzt immer hier in der Ecke. Er wird auch hier bleiben, allerdings wird er einfach einen weiter nach rechts wandern. Wir gucken gleich mal, ob das hier so passt oder ob er eigentlich noch einen weiter rüber müsste. Das sehen wir dann aber gleich, wenn es wirklich soweit ist. Das Problem ist nämlich, der Ofen stand theoretisch schon in der Mitte, aber... boah. Alter, das war krass. Aber er stand eben mehr in einer mathematischen Mitte als in einer optischen Mitte. Und so soll das Ding jetzt mehr in einer optischen Mitte stehen, sag ich mal, und auch eben mehr hier drüben angeschlossen. Die Hauptstromversorgung hängt zurzeit hier oben dran. Wir müssen natürlich gucken. Wie gesagt, wir werden früher oder später auf HV-Wire gehen, beziehungsweise eben auf HV-Konnektoren und so weiter. Dann brauchen wir da oben auch ein Relais dann, das die ganzen Maschinen versorgt. Für jetzt können wir erstmal das hier benutzen. Wir können mal schauen, wie das dann später auch noch aussieht. Wie gesagt, das ist alles nicht final. Man kann es umbauen, wie man will. Aber der Ofen steht jetzt schon mal hier. Das ist cool. Die Wand da hinten, ja, da müssen wir mal gucken, was wir mit der machen. Das Problem ist halt, dass die Wand irgendwie von außen richtig optisch sichtbar ist, sage ich mal. Das ist praktisch dieses Ding hier. Aber ich denke schon allein, wenn man die zubaut, habe ich die übrigens gerade, Rusted Futuristic? Yes, die habe ich. Sehr cool. Dann bauen wir das hier einfach mal ganz zu und gucken uns das mal von innen an. Ich denke, das sieht schon ein bisschen besser aus. Gucken wir hier mal vorbei. Ja, okay, sieht auf jeden Fall besser aus. Das heißt, Projekt Nummer 1 ist abgeschlossen, folgen noch ein paar weitere. Okay, nächstes Projekt sind diese beiden Table von BC Silicon, der Assembly Table und der Integration Table. Es werden später noch mehr davon dazukommen, denke ich mal. Es gibt zumindest noch mehr. Es gibt noch den Advanced Crafting, den Charging, den Programming und den Stamping Table. Ob wir die benutzen werden, weiß ich noch nicht, aber ich würde sie gerne aufbauen. Ich habe gerade schon mal überlegt, die hier in die Mitte von dem Glas zu machen. Problem an der Sache war, es sieht nicht unbedingt so geil aus. Man könnte sie vielleicht hier in die Ecke stellen und ich muss eine Sache sagen, die Idee kommt von den Buddies, denn ich habe das bei denen gesehen und finde das extrem cool. Ich denke, ich werde es allerdings ein bisschen anders machen, aber als Grundidee haben die hier diesen Obsidian Pillar genommen und darauf eben den Assembly Table gemacht, was an sich megamäßig cool aussieht, finde ich. Und die Idee, die ich dazu noch hätte, das heißt, anstatt dieser beiden Table, dort sehen sie gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, ich lasse sie sogar da. Die Frage ist nur, wo man die Laser dann hinpackt. Man könnte die Laser hier oben dran machen. Problem ist dann nur, dass sie halt ja so ein bisschen hier was verdecken. Und ganz oben rein können wir sie auch nicht machen, weil dann das Holz dort ist und dann nicht so geil. Okay, das ist eine relativ schwierige Sache. Ich überlege mal nochmal eine Lösung dafür. Aber an sich, ich meine, man könnte die Laser hier hin machen. Wie schlecht oder wie gut das aussieht, ist eine andere Sache. Und die Kabel könnte man theoretisch sogar oben reinlegen. Ich glaube, man kann die Kabel von Immersive Engineering durch Cover legen. Das müsste man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das heißt, wir versuchen das vielleicht auch gerade mal. Hier können wir es auch gleich mal so ausprobieren, ob das mit den Covern denn funktioniert. Das heißt, wir packen jetzt schon mal davor Cover dazwischen. Machen dann den Connector dran, der ist schon dran, und versuchen das jetzt zu verbinden. Das heißt einmal hier und einmal da. Okay, hier kommt das Connection ist obstructed, das sollte auch so sein. Aber wie gesagt, ob es so bleibt, ist eine andere Frage. Wenn es nicht funktioniert, dann ploppen die Kabel einfach weg und liegen hier in der Welt rum. Aber wenn es funktioniert, dann bin ich sehr glücklich, denn dann ist das hoffentlich eine ganz coole Lösung, die Dinge da oben drin zu haben und eben hier an der Seite. Man kann natürlich noch mehr Laser dazu machen. Das ist absolut keine Frage. Aber an sich ist das echt eine coole Idee. Die andere Sache, die ich jetzt noch dazu verbessern wollen würde, wenn man hier einen Assembly Table hat, der zum Beispiel ein Redstone Chipset programmieren soll, dann gucken wir gerade mal. Benutzt den anderen Laser auch? Yes, sehr cool. Das ist sehr, sehr nice.
Das heißt, der macht jetzt hier das Redstone-Chipset. Wenn dieses Redstone-Chipset fertig ist, dann schmeißt er das einfach in die Welt raus. Das heißt, er macht einfach bupp und das Ding ist irgendwo weg. Problem an der ganzen Sache ist, die Kiste muss daneben. Da ich keine Kiste mitten ins Fenster stellen will, wäre meine Idee gewesen, die Kiste hier unten hinzustellen. Und ja, das Ganze dann eben mit irgendeinem Pipe, das heißt Pipe versteckt in dem Obsidian-Pillar wegzumachen. Man könnte dafür einen Wundtransport-Pipe benehmen oder einen Obsidian. Aber ich glaube, ich nehme kann nicht reden. So, Obsidian-Pipe, da haben wir sie. Die kommen dann praktisch einmal hier unten dran. Das heißt, anstatt dieser Pipe kommt jetzt hier drüben die Obsidian-Pipe ran. Und was wir jetzt hoffentlich sehen sollten, ist, dass dieses Ding dann mehr oder weniger später irgendwelche Sachen abgibt. Wir machen uns gerade mal eine Fassade und die Fassade kommt direkt hier nach unten raus. Sehr cool. Okay, das löst unser Problem eigentlich komplett. Vielleicht wäre es sogar mit einem Holzpipe gegangen, weil er die Sachen eh da rausdrückt und ich war einfach nur dumm. Aber ich habe keine Ahnung. So, normale Sachen haben wir nicht mehr. Die habe ich alle zu Fassaden gemacht. Ein bisschen unlucky und meine ganzen Kisten sind alle unglaublich voll. So, wir machen das so. Jetzt holen wir uns ganz kurz Kisten. Problem ist gelöst. War wahrscheinlich sehr viel komplizierter, als es eigentlich hätte sein müssen. Das ist nur noch eine Trap Chest. Wir haben keine normale mehr, ne? Bam, 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 bam. Dann machen wir uns einfach eine normale. So, there we go. Zwei Kisten. Die erste kommt dann gleich hier hin. Wir brauchen jetzt hierfür noch eine Hallo for Zaid. Die habe ich nämlich noch nicht gebaut, was ein wenig doof ist. Aber können wir ja machen. Wir haben hier drüben noch einen Obsidian über zum Glück. So, dann kommst du hier rein. Wir machen einen von dir und die kommen jetzt hier unten gleich wieder raus. Rausgeflutscht. Da sind sie. Zack, Fassade kommt hier drüben dran, Kiste daneben. Und jetzt kommen die Items, die hier drüben fertig sind, immer direkt in die Kiste rein. Das ist sehr, sehr cool. So, selbe Spektakel hier drüben. Das heißt, wir holen uns nochmal... Okay, Kiste können wir gleich hinsetzen. Zack, die Fassade kommt dann hier vor. Und die andere Fassade, die packen wir einfach hier dran. Und dann sind wir mit den beiden Dingen hier fertig. Sehr cool. Okay, gefällt mir sehr gut. Das ist ein sehr geiles Design geworden. Das waren sehr viele, sehr krasse Dinger in einem Satz. Aber ne, ist wirklich cool geworden. Klar, Fackeln sind irgendwie noch nicht so das Optimum bei uns im Haus. Da müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen, was man Belichtung oder so macht. Aber so ist das, glaube ich, ziemlich cool. Ich frage mal den Peter, was er dazu meint. Der hüpft ja gerade hier schon rum. Aber irgendwie erinnert es mich ein bisschen an Mülleimer. Aber das kann doch nicht echt sein. Ich weiß nicht. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wird es von Herrn Debitor abgenommen oder nicht? Abgenommen oder abgelehnt? Bum, 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 bum. Nice. Jawohl, ich habe was richtig gemacht. Ja. Okay, sehr, sehr cool. Okay, dann können wir uns jetzt den anderen Sachen widmen. Hoffentlich diesmal mit weniger Cuts und mehr mit einem richtigen Design. Aber das ist schon mal sehr nice. Mir gefällt es bis jetzt. Ich hoffe, euch natürlich auch. Abgebaut sind die Maschinen schon mal, jetzt müssen sie nur wieder anders dran. Ich habe das Ganze mal wieder so gedacht, dass sie ja ein bisschen geordneter aufgebaut sind. Das Ding hier kommt wahrscheinlich auch weg. Das müssen wir irgendwo anders hinbauen, so eine automatische Lava-Produktion. Aber ansonsten hätte ich hierzu eine kleine Ecke gemacht für Maschinen. Wir haben hier zum Beispiel auch die Autos-Lieferanlage gehabt, auch wenn die noch nicht komplett fertig war. Da war eher so eine Art, wie soll man das nennen, Experiment? Also eine halbfertige Autos-Lieferanlage. Und die müssen wir natürlich mehr oder weniger wieder aufbauen. Das heißt, wir brauchen die Maschinen hier auf jeden Fall wieder dran. Ansonsten haben wir hier oben einfach mal einen Stromanschluss. Dort gehen dann praktisch die ganzen Kabel hier entlang. Die andere Idee, die ich jetzt gehabt hätte, wäre praktisch das Ganze hier so zu machen, dass das hier verbunden ist und von dem oberen Connector geht das Ganze dann an die jeweiligen Maschinen weiter. Ob so funktioniert, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, denn es kann natürlich sein, dass die Autosleeves anders angeschlossen werden, beziehungsweise anders angeschlossen werden müssen, als sie davor waren oder als sie so angeschlossen werden können. Oh Gott, ich hoffe, das ist dann gemacht. Wenn nicht, dann tut es mir leid. So, hier ist ein Pulverizer. Der Pulverizer bekommt Cobblestone. Das heißt, wir machen das Ganze höchstwahrscheinlich so wie davor auch. Wir haben den Pulverizer irgendwie, ich sag mal hier rechts. Macht das Sinn? Ja, wir machen einfach mal hier rechts hin. Dann brauchen wir einen Ignos Extruder. Der kommt davon in die Mitte. Und wir haben einen Cache oder einen Cache. Die Leute regen sich immer auf. Wir sprechen das nämlich immer aus Absicht. Oder ich weiß nicht, ob es der Peter auch macht. Aus Absicht anders aus, weil es den Begriff zum Beispiel auch in der Webentwicklung gibt. Und ja, da ist das immer lustig, wenn sich die Leute darüber aufregen. Deswegen spreche ich das immer irgendwie aus, aber Cache. Okay, da sind wir. Das heißt, der Ignos Extruder bringt das beides einmal nach links und einmal nach rechts. Das heißt, wir haben hier und hier jeweils einen Output. Der Pulverizer wiederum, der braucht wieder Strom. Und ich sehe gerade, dass das gar keinen Sinn macht, wenn der Connector da hängt. Okay, machen wir ihn einfach mal hier hin und dann können wir das irgendwie so cool machen. Dann sieht es zumindest gut aus. Hat nicht wirklich einen Zweck, weil wir auch von dort verbinden könnten. Egal. So. Pulverizer kommt dann praktisch von hier, bedrückt das Ganze dann ins Autosieve rein. Die Sache ist jetzt, wir haben hier nebenbei noch ein Nebenprodukt, was zum Beispiel bei Gravel, glaube ich, Sand ist.
und den Sand müssen wir theoretisch wieder wegbekommen. Wir machen jetzt aber hier einfach mal das Autosieb dran, das braucht dann dementsprechend auch wieder Energie. Das heißt, wir haben einmal hier und einmal hier Energie, die wir schon mal irgendwie da drüber anschließen können. Zack und zack, wäre dann so. Oder machen wir das auch wieder anders? Ich weiß es nicht. Egal, lassen wir erstmal so stehen. Das Autosief bekommt dann eben seine gewissen Dinge, was dann bei Gravel zum Beispiel die groben Erze sein werden, wie zum Beispiel diese hier, das heißt Broken Tin Ore. Und das Broken Tin Ore muss dann irgendwo anders natürlich wieder hin. Man könnte das jetzt direkt in eine Kiste leiten oder man könnte es von dort aus wieder weiterverarbeiten. Da wir aber noch keine richtige Erzverarbeitung haben, die eben das komplett automatisch macht, werden wir das jetzt erstmal so halbfertig aufbauen, wie es zurzeit auch war oder wie es zurzeit ist. Das heißt für uns, wir bauen hier unten einfach eine Kiste hin und lassen dann eben in diese Kiste die Sachen fertig praktisch reinleiten über einen Hopper, das heißt so, und dann wird das System an sich wieder fertig. Jetzt fehlt noch später das Autoschmelzsystem und das werden wir ebenfalls ähnlich lösen, sage ich einfach mal. Das heißt, wir haben hier die ganze Zeit Öfen gehabt oder wir lösen Peters Autoschmelzsystem mit einem Redstone Furnace. Wäre sehr viel kompakter und würde cooler aussehen. Sprich, wir haben irgendwo eine Redstone Furnace, beispielsweise hier. Der steht allerdings gerade nur noch hier rum. Wir könnten einen zweiten bauen, aber das Ding hat mehr Sinn, wenn es wirklich benutzt wird, als wenn es einfach random irgendwo dran steht. So, hier steht zwar auch random irgendwo dran, aber jetzt auf jeden Fall mehr Sinn. Dann bauen wir noch einen anderen, den wir wirklich benutzen können. Und den jetzigen, den behalten wir dann einfach so. So, Diamond Chest, 3 Stück. Und mit denen können wir jetzt genau das machen, was wir machen wollten. Und zwar stellen wir hier neben den Redstone und unter dem Redstone Furnace eine Chest. Es wird auch drüber gehen, aber ich will hier links in der Ecke was haben, weil die sonst so super kahl aussieht. Und dieses Ding stellen wir jetzt ein. Das hat links einen Output, unten links einen Input, unten einen Output. Redstone steht auf Ignored. Augmentations hat es nicht, leider, denn die Maschine ist noch nicht stark genug, als dass sie Augmentations benutzen könnte. Ja, dann braucht das Ding noch Energie. Bam, bam. Und dann ist Peters Autoschmelzmaschine praktisch hier neu und cool vertreten. Wirklich schöner sieht die Ecke jetzt nicht aus, ne? Okay, Update, ich habe das Ganze nochmal ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt hier nochmal eine HV Capacitator Bank dran. Die bekommt den Strom von diesem Connector hier. Dann ist hier unten dran ein Connector, den wir noch einstellen müssen. Das hätte ich jetzt voll verpennt. Und dann hätte ich mich gewundert, warum das Ding keinen Strom hat. So, dann stellen wir das hier unten mal auf Output. Perfekt, dann kriegt der nämlich Strom hier für den Redstone Furnace. Und hier drüben brauchen wir theoretisch auch noch einen Output. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Egal. Dann machen wir hier noch einen Output dran und dann kriegt er praktisch Strom von hier drüben, hier an das Autosieve und dann sieht das schon um einiges crispy cleaner aus als davor. Und jetzt ist eigentlich nur noch das eine Ding hier. Die komischen, hässlichen Buckets hier. Die gehen die ganze Zeit den Weg um. Sie haben natürlich auch einen Sinn, sie produzieren automatisch Lava, aber sie sehen unglaublich hässlich aus. Also dafür müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Genauso für die Lichtsituation, habe ich auch schon mal angesprochen. Und Fenster ist auch so eine Sache. Hier drüben haben wir so einzelne Fenster, hier oben doppelte, weil hier oben eben mit Stonebricks gebaut wurde. Aber wie man das Fenster hier macht, I have no idea. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was sich da noch so Schnieges ergibt. Ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu tun eigentlich. Aufräumen und dann sind wir durch. Durch. So, und damit ist das Projekt den Raum hier oben schön machen und den fetten Energiespeicher hier drüben zu bauen endlich abgeschlossen. Das ist ein bisschen aufgeräumt, ausgeleuchtet ist auch, wie gesagt, immer noch nicht ganz so schick, was Ausleuchten angeht. Aber sonst ist alles super cool. Wir haben jetzt hier 32 Millionen F-Speicher. Wir haben die ganzen Dinger hier, das gefällt mir super gut eigentlich, die Integration Tables mit dem Obsidian Pipe, die das dann unten reinlegen. Richtig geil. Das Teil mit den Lasern, das gefällt mir echt gut. Ich hoffe, die Kabel bleiben nach dem Restart auch noch da. Dann die Maschinenwand, das ist auch noch einiges cleaner. Hier drüben die Autoschmelzmaschine von Peter, das heißt, er kann hier Steine reinlegen. Hier unten kommen sie gebraten raus. Hier drüben fehlt natürlich noch der Redstone Furnace, ansonsten hat man die hier. Und hier oben das Autosieve, was dann nach unten geht. Crafting Table ist auch da. Steel Furnace bzw. Blast Furnace und hier in der Mitte ein riesiger ungenutzter Raum. Okay, das war soweit von mir. Ich hoffe, die Folge war nicht allzu lang. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr lange gedauert, es aufzunehmen. Ich habe jetzt knapp eineinviertel Stunden aufgenommen. Mal gucken, wie viel oder wie lange die Folge später im Schnitt wird. Wir werden sehen. Das war soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.